bist hier auf einmal so still da hinten. Alles okay? Ich habe vielleicht... Sorry, Moment. Du bist also auf der Abschussliste. Ich habe vielleicht nicht ganz korrekt dargelegt, wie schwer der Bau eines Dimensionators ist. Aber klar, wir wussten alle, dass es nicht leicht wird. Ja, aber Phasenquarz ist... Eins der seltensten Mineralien im Universum. Genau. Du möchtest deine Gegner britzeln lassen? Sag mal, höre ich da etwa Donner? Regen? Nein, das ist der Blitzerblätter! Erledige sie und lenke den Blitz auf ihre bedauernswerten Teamkameraden. Rüste den Blitzerblätter auf, um einen noch größeren, erschreckenderen Sturm des Schmerzes zu entfesseln. Wolltest du je einen Tunnel direkt zu deinen Gegnern graben? Wer ist dein Süßer? Der Bohrhund! Unsere beste Waffenzüchtung! Zieh den Feuernabzug halb! Um mit diesem niedlichen, grabenden Raketenwerfer dein fieses Ziel anzuvisieren! Zieh ihn ganz, um ihn abzufeuern! Rüste auf, um noch mehr Ziele anzuvisieren! Na los, kauf es, solange du kannst! Der Querschläger! Zieh den Feuernabzug, um auf deinen nutzlosen Gegner zu feuern! Oh je, und dann erscheint das Geschoss wieder direkt neben ihn. Und dann zieh den Feuernabzug, um wieder und wieder und wieder zu treffen! Sieht aus, als hättest du genug für diese Schönheit! Ist eine mächtig feine Verbesserung. Willst du schon gehen? Hey, Rivet, wenn du das hier hörst und einen Moment oder zwei Zeit hast, Trudy könnte auf Sargasso deine Hilfe brauchen. Trudy? Sie ist eine Freundin. Hat wohl nichts mit der Rettung der Dimension zu tun, aber Mord fragt nicht, wenn's nicht wichtig ist. Hallo, Dimension! Das stimmt, ich war weg seit, ihr wisst schon wie lange. Also dachte ich, wir sollten mal wieder quatschen. Was habe ich so gemacht? Oh, nur mit meinen treuen Fans geplaudert. Meine tolle Landschaft genossen. Und herausgefunden, dass genau zwei freche Lombaxe überall herumrennen und versuchen, alles zu ruinieren. Also biete ich jedem ein Kopfgeld von 30 Millionen Nefarius Freiheitscoupons, der es schafft, mir diese pelzigen Ganoven zu bringen. Tot oder lebendig. Aber vorzugsweise lebendig, damit ich noch etwas Spaß mit ihnen haben kann. Mein raffiniertes Spionagenetzwerk deutet an, dass sie sehr bald auf Blizzard und Savali sein werden. Also beeilt euch! Oh, wenn diese Lombaxe zuhören. Ihr sollt wissen, dass ich euch zu Staub zertreten werde. Dann werde ich diesen Staub in eine Sonne schicken. Und anschließend werde ich diese Sonne in ein... Toll. Ich bin auf 2 Nefarius-Abschusslisten. Und er weiß, wo wir hinwollen. Hey, yeah. Ratchet kommt gerade gut klar.
Wenn ich einen Dimensionator bauen könnte, wo wäre ich? Brauchst du Waffen oder Munition? Ich wette beides. Ja, kurze Frage. Du weißt nicht zufällig, wie man einen Dimensionator baut, oder? Ratchet? Oh, Ratchet! Gary! Oh, dein Ruf eilt dir voraus. Du musst ins Interdimensionsarchiv. Mein Lehrling kann dir helfen. Aber, die Stadt wird angegriffen. Kannst du hell sehen? Ich seh mal nach. Ich glaube, ich weiß noch, wie man eine Invasion aufhält. Okay, diese Nefarius-Typen suchen also nach einem Lombax? Ja, deshalb kam ich auf, dass du kommst. Viel Glück, Ratchet. Ein fliegender Scharfschützenbot? Das ist neu. Ich bin nicht schuld, dass der Lombax entkommen ist. Ich sollte dem Imperator dienen. Stattdessen schicken wir die ganzen Kollegen auf die Rennseite. Stadt gerettet. Jetzt zu diesem Archiv. Gary meinte, sein Lehrling ist beim Archiv. Alles okay? Das war eine heftige Landung. Wer bist du? Sorry, du kamst mir bekannt vor. Ich bin Ratchet. Ich suche nach, ich glaube, Garys Lehrling. Ich muss einen Dimensionator bauen. Oh je. Tja, ich kann nicht viel tun, da mein Archiv gerade wegläuft. Wie komme ich wieder da hoch? Oh,
du bist sein Lehrling. Vielleicht, könnten wir ja zusammenarbeiten? Ich bin kein sehr guter Partner. Wie klingt das, wenn es schief geht? Was es nicht wird, gehen wir getrennte Wege. Ganz einfach. Team? Klar. Team. Vorerst. Um das Archiv zu erreichen, müssen wir die Mönche von Nefarios' Truppen retten. Hier, mit diesen Hoverstiefeln kommen wir schnell über den Tafelberg. Für den Sprung von der Brücke brauche ich Anlauf. Die Mönche, Garys Ministranten, um das Archiv zu erreichen. Sie müssen in ihren Tempeln sein. Erster Halt, Tempel. Hey, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Oh, ich bin KT7461. Schön, dich kennenzulernen. Es gibt drei Tempel in der Nähe. Den Bergtempel. Nach Aritanium hat sich direkt in unsere Falle. Sehr lange nicht mehr so nah bei einem Kampf. Gar nichts. Lehren wir ihn Respekt. Von Hören!
dem Puff Ratchet. Ich muss ans Terminal, um meine Brüder zu befreien. Süße Erlösung. Und los! Das System ist recht alt und kompliziert. Es wird etwas dauern, das Kraftfeld zu deaktivieren. Nimm dir ruhig Zeit. Ich kümmere mich um diese Typen. Ich beeile mich. Soldaten kommen durch den Haupteingang. Oh, also bei mir. Alles okay bei dir, KT-7461? Ich glaube, ja. Sagen wir ja. Es treffen noch mehr unserer Freunde ein. Ich gehe rein, Freunde. Ich bin zur Hälfte fertig. Und mehr Gefangene machen? Ich weiß, der Imperator verwirrt. Ratchet, behalte Lekarius, ich hab's gleich. Wie läuft es bei dir, Ratchet? Haha, alles super. Ich warte drauf, dass es schwierig wird. Bitte nicht schwierig werden. Es kommen immer mehr. Es ist einfach wunderbar, dich zu sehen, Schwester KT-7461. Haben Nefarios Truppen die anderen Tempel schon gefunden? Keine Ahnung. Aber wir sagen Bruder Gary, dass er uns gerettet hat. Viel Glück, Schwester und Lombard. Ein Tempel erledigt, zwei übrig. Ich weiß, die Mönche versuchen stark zu sein. Aber die Grausamkeit des Imperators ist ihnen fremd. Das wird schon. Wir sind ja da. Also, KT-7461, hast du einen Spitznamen? Die Mönche sagen Schwester. Klingt mehr wie ein Titel. Probieren wir ein paar. Wie wär's mit Katie? Ich hab's. Sunshine. Dein Spitzname. Weil du so gelb bist. Nein, lieber nicht. Kit?
Wir arbeiten noch dran. Dürfte ich dir eine Frage stellen? So als Lombax? Klar, aber ich bin nicht wirklich ein Experte für Lombaxe. Ich bin der Letzte in meiner Dimension. Oh, ich komme aus einer anderen Dimension. Ja, ich weiß. Wirklich? Ich bin Garys Lehrling. Wir glauben, die Lombaxe haben die Tempel hier benutzt und vielleicht sogar erbaut. Weißt du vielleicht, wieso? Nicht wirklich. Ich schätze, um das Wissen über den Dimensionator geheim zu halten. Verstehe. Trotzdem danke. Du hast meinen Lehrling gefunden. Gut gemacht, ihr beiden. Ihr seid jetzt bereit, den Bergtempel zu betreten. Klasse! Dann... Also ihr seid emotional bereit. Ihr müsst noch das komplexe Verteidigungssystem des Tempels überwinden. Oder wie wir es nennen, den Spießrutenlauf der Prüfungen, Schrägstrich Hölle. Oh, ich hasse Schrägstrich Hölle. Ihr seid ganz sicher bereit dafür. Viel Glück! Ich vermute, die Erbauer waren introvertiert. Ganz sicher. Yeah.
geschafft. Danke. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Los jetzt, helfen wir den Mönchen. Missmus dieser Mönch. Scharfschützenbots. Du kannst den Nebel zu deinem Vorteil nutzen. Wie sollen wir den Lombard spenden? Hier. Das überfordert meine Sinn. Da sind sie. Ich hoffe, niemand ist verletzt. Jawohl, wir haben es geschafft. Juhu. Bitte bring mich zum Terminal, damit ich die anderen befreien kann. Oh nein, ein Zeta-Virus. Ich kann nicht ohne Risiko auf das Terminal zugreifen. Meine kleine Freundin Glitch kann sich das ansehen. Lass mich mal. Diese armen Mönche. Okay, ich muss nur die Kapseln löschen, um die Infektion zu beseitigen und die Jungs für Ratchet zu befreien. Und das ist kein Problem. Ah, er kann, Moment, die Kapsel hat den Computer gekapert, um sich ein Schild aufzubauen. Sind meine Blitzinfektoren effektiver? Ich kapier's nicht. Die sind anders als alle Viren, die ich kenne. Wo sind die hergekommen? Thank you.
Ihr habt uns gerettet, Schwester und Ratchet-Typen. Danke. Es ist nur noch ein Tempel übrig. Noch ein Tempel. Nur noch einer. Wir finden sie. Versprochen.